Herzlich willkommen hier an einem ganz besonderen Ort, mitten in der Stadtkrone von Graz. Wir stehen vor dem Grazer Dom. Mein Name ist Heimo Keindl, ich bin der Diözesankonservator und ich möchte mit Ihnen heute eine Führung machen durch den Dom, bei der uns eine ganz besondere Person den eigentlichen Führer machen wird. Ich lade Sie ein, mit mir gemeinsam diese Kirche zu besuchen. Ja, grüß Gott, Herr Bischof. Ich freue mich sehr, dass der 58. Bischof Wilhelm Krautwaschl für uns heute Zeit hat, den Dom mit uns gemeinsam anzuschauen. Wenn man hier hereinkommt, dann hat man hier ein wunderbares historisches Ambiente mit ganz viel Geschichte vor sich. Genau, wir dürfen Kaiser Friedrich III. Sehr dankbar sein, dass er die Hofkirche da unmittelbar neben seinem Wohnsitz der Burg errichtet hat. Hier merken wir auch eine eindrucksvolle Architektur, die uns sogar, wenn ich da schaue oder da schaue, einen Blick in den Himmel eröffnet mit den vielen Ranken und Deckenmalereien. Eine Besonderheit ist, dass er sich, so sagt man, abbilden hat lassen als Christophorus. Und noch interessanter ist ja, dass das auf seinem Haupt der steirische Herzogshut ist. Ich glaube, das ist wirklich ein markantes Zeichen, das der spätere Kaiser Friedrich III. Hier setzt. Denn ab 1435 regiert er ja die Steiermark. Deswegen gibt es ja auch die Vermutung, dass das möglicherweise noch vor seiner Kaiserwahl dieses Fresko in Auftrag gegeben worden ist. Und ihm ist es ja wirklich zu verdanken, dass er den Hans Niesenberger, diesen schwäbischen Baumeister, hierher geholt hat, der später dann am Mailänder Dom auch gearbeitet hat. Also da sieht man dann einmal, welche Bedeutung auch diese Kirche eigentlich von der Architektur damals gehabt hat, dass sie hier erstanden ist. Aber ich glaube, wenn wir uns die Einrichtung hier anschauen, dann ist ja auffällig, dass nur die Architektur gotisch ist, aber der Rest des Raumes barock. Warum ist das eigentlich so? Es sind ja die Jesuiten dann nach Graz gekommen, 1577. Zwischendurch war es dann einmal Pfarrkirche. Die Jesuiten haben dann diese Kirche um die vier Seitenkapellen erweitert und überhaupt alles barock ausgestaltet. Und daher hat er so eine ganz eigenartige Wirkung, beide Baustile zusammen. Und das macht auch, wie soll man sagen, seine Besonderheit aus. Und noch was Besonderes haben sie dann auch hergebracht. Und ich glaube, das schauen wir uns jetzt an. Das ist etwas wirklich Tolles aus der Renaissancezeit, das einzigartig für Graz ist. Ne? Genau. Ja, diese Truhen sind schon was Einzigartiges, oder? Ja, sie sind einzigartig für uns hier in Graz sowieso, weil sie auch in ihrer Funktion einzigartig sind. Das sind heute ja Reliquienschreine, aber in Wahrheit sind sie ganz was anderes. Nämlich, sie sind Brauttruhen, also Truhen, die zur Hochzeit einer adeligen Dame gefertigt worden sind. Es sind hölzerne Truhen, die reich mit Elfenbein und Knochenschnitzereien beschnitzt sind und wir wissen, dass sie auch einmal bunt bemalt gewesen sind. Es ist Eleonore von Gonzaga, die den Grafen von Görz heiratet 1477 und zu deren Anlass diese Truhen eigentlich gefertigt worden sind. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, warum kommen die dann da hier nach Graz? Nein, das ist ganz einfach. Das Ehepaar hatte keine Kinder und hat daher die Truhen nach Millstatt geschenkt, dem dortigen Ritterorden. Die wurden dann von den Jesuiten übernommen und als dann in Graz Bedarf bestand, hier Reliquien unterzubringen, hat man diese Truhen hier ja nach Graz gebracht und die Jesuiten haben sie praktisch dem Herzog hier zum Geschenk gemacht und seither dienen sie auch als Reliquienbehälter. Das Besondere sind aber eben diese Darstellungen, die da drauf sind. Die gehen nämlich zurück auf dieses Werk, die Triumphe von Petrarca. Und sie zeigen die Triumphe. Und sind die verschiedenen Triumphe. Hier haben wir die Truhe der Braut, wo es mit der Liebe beginnt und mit dem Tod endet. Und auf der anderen Seite dann, wenn wir uns die Truhe des Bräutigams anschauen, dann sehen wir dort, dass Jesus Christus am Ende des großen Triumphes steht, nachdem Ruhm und Ehre davor angesprochen worden sind. Also eine wirklich kostbare Arbeit von der Schnitzerei her. Andrea Mantegna hat die
die Zeichnungen, die Vorzeichnungen für diese Schnitzwerke gemacht. Andrea Mantegna ist einer der bekannten Renaissance-Künstler in Italien gewesen, in Oberitalien. Also wir haben hier wirklich etwas außerordentlich Kostbares hier im Grazer Dom. Und das verwundert ja auch nicht, dass hier alle italienischen Touristen andächtigst vor diesen Truhen stehen, obwohl es hier auch andere Arten der Andacht geben sollte. Aber ich glaube, jetzt schauen wir uns was ganz was Besonderes an im Dom, oder? Genau. Bitte. Ja, der Hochaltar ist wirklich eine ganz große Besonderheit hier im Grazer Dom. Ganzer Stein ist er gefertigt. Trotz aller Umbauten hat man den heiligen Egidius, den Patron dieser Kirche, immer beibehalten. Er ist ja im Mittelbild zu sehen, einer der 14 Nothelfer in unserer Gegend, der Stadtpatron von Graz, war es, glaube ich, auch mal Landespatron, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auch Diözesanpatron. Der stillenden Mütter ist er genauso, der Hirten. Einfach in vielen Notlagen, bei Dürre und Sturm, wird er angerufen. Saint Gilles, St. Gilgen und solche Dinge sind alles dasselbe. Das ist ein nettes Stichwort, das du mir hier gibst, denn an der Stelle, wo wir stehen, ist ja die erste Kirche bereits im 12. Jahrhundert genannt. Und da war es der Gilgenpfarrer, mit dem man die Rechtsgeschäfte damals gemacht hat. Also da kommt der Gilles vom Egidius eigentlich sehr schön vor. Aber dieser Hochaltar ist wirklich was Tolles. Nicht? Denn, normalerweise ist es ja so, dass Altäre eine Holzkonstruktion sind und die Oberfläche sich nur wie Stein zeigt. Stucco lustro nennen wir das dann. Das Besondere hier ist, der ist wirklich von unten bis oben hin ganz aus Stein gemacht. Und eine weitere Besonderheit, die vier roten Säulen, die wir hier sehen, die sind nachweislich aus Venedig hier hereingebracht worden. Also das heißt, dieser Aufwand, den man hier betrieben hat in der Jesuitenzeit, diesen Altar in einer ganz prächtigen Form aufzurichten, ist schon was ganz was Besonderes. Und die Jesuiten haben sich schon was angetan. Auch vom Programm her ist es was Tolles. Nicht? Wenn wir den Egidius als den Kirchenpatron hier sehen, übrigens Ignaz Flurer ist der Künstler, der so 1730, 1733 dieses Bild hier gemalt hat. Und das wird umrahmt von den beiden heiligen Damen, die Katharina und die Barbara. Und wenn wir dann außen haben wir hier die Jesuitenheiligen, den Franz Xaver, der von Ignatius gesendet wird. Und wenn wir dann hinaufschauen, dann werden wir oben drüber die Krönung der Gottesmutter Maria sehen. Also wir werden von der Erde praktisch in den Himmel hinauf entrückt. Wobei das ganz Besondere ist, dass nicht Gott Vater und Jesus Christus dass die oberste Spitze darstellen, wie das sehr häufig in barocken Altären auftaucht, sondern wenn wir noch eine Ebene höher gehen, dann sind es die drei Kardinaltugenden, also die Liebe, die Hoffnung und ganz an der Spitze oben mit dem Kreuz in der Hand der Glaube, der uns vor Augen gehalten wird und der an die Spitze gestellt wird mit der Aussage, also der Glaube ist das Essentielle eigentlich, das notwendig ist. Und die Basis des Glaubens, da sind wir jetzt wieder in der Mittelzone, sind die vier Evangelisten, die hier dargestellt sind, als die Schreibenden mit den Symbolen in der Hand, die also darüber berichten, woran wir als Christen glauben sollen. Also ein wirklich tolles Werk. Aber ich glaube, Herr Bischof, du willst uns eine Besonderheit hier zeigen an diesem Altar. Gehen wir mit dem Blick wieder ganz herunter, ja, in die Basis. Wir haben ja über Jahrhunderte die Priestermesse gefeiert, zelebriert. Und daher merkt man am Boden auch etwas ganz Besonderes. Eine Einbuchtung, möchte ich fast sagen, weil eben die Priester immer an derselben Stelle gestanden sind. Und wenn man sich hier herstellt, merkt man das, dass der Boden hier im Stein sogar ein Stück weit die Fußabdrücke mehr oder weniger aufgenommen hat. Ich würde dich gerne noch zu einem anderen Gegenstand befragen, den es hier in der Kirche gibt, der auch ganz zentral ist, allerdings der sehr jung ist und der erst aus der Phase der letzten Restaurierung stammt. Schauen wir uns den noch von vorne an. Herr Bischof, es gibt in dieser Kirche hier einen Sessel oder einen Stuhl, den es in keiner anderen Kirche gibt. Was ist das Besondere an diesem Möbelstück? Ich muss ein bisschen verbessern, in keiner anderen Kirche. In der Diözese Graz-Seckau, ja. Ja, das ist die offizielle Kathedra, der Amtssitz des Bischofs. Bei der Feier der Bischofsweihe ist ja
die Inbesitznahme, wie es so schön heißt, nach der Weihe dadurch deutlich geworden, dass der Bischof sich zum ersten Mal auf seine Kathedra setzt. Das heißt, hier an diesem Ort darf auch sonst eigentlich kein Priester und auch eigentlich kein anderer Bischof sitzen. Dass diese Kathedra hier an diesem Ort steht, hängt damit zusammen, dass der Bischof 1786 ja von Seckau hier nach Graz gekommen ist. Ist auch das Land mehr oder weniger gegründet worden, sage ich jetzt einmal sehr vereinfacht gesagt. Und daher musste auch ein Bischofssitz hier in die frühere Stadtkirche, sage ich jetzt einmal, in diese Kirche hineingebracht werden. Und daher ist auch dann eine Besonderheit an der Lehne, dass eben das Bischofswappen, die segnende Hand, dargestellt wird, die eben seit über 800 Jahren deutlich macht, dass es die Diözese Graz-Seckau ist. Das heißt, unsere Diözese ist schon 800 Jahre alt, 1218, glaube ich, gegründet worden. Und wo? In Seckau. In Seckau, ah, daher der Doppelname auch unserer Diözese. Genau, das ist in meinem Geburtsjahr, glaube ich, 1963. Ja, genau, da hat man das dann zusammengefügt. Und seit 1786 sitzen also hier die steirischen Diözesanbischöfe der Diözese vor. Habe ich das richtig verstanden? Genau so ist es. Und ich glaube, diese Kathedra ist eine sehr junge, oder? Die ist jetzt mit der Renovierung in den vergangenen Jahren neu hereingekommen. Einfach weil vorher, das war ein Stuhl, auch die Kathedra, aber eben beweglich. Und um es deutlich zu machen, dass das wirklich immer die Kathedrale, der Dom also ist, hat man eine nicht mehr bewegliche Kathedra hereingebaut, ja. Ich glaube, bei dieser letzten Restaurierung ist doch etwas anderes neu im Dom geworden, nämlich eine neue Feiermitte. Und ich würde vorschlagen, vielleicht schauen wir uns die als nächstes an. Schauen wir die auch noch an, ja? Ja, sehr gerne. Natürlich. Ja, ich glaube, ein besonderer Ort ist, dass es hier einen neuen Feierort gibt, Herr Bischof. Warum ist der wichtig? Ja, die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils hat ja deutlich gemacht, dass wir eigentlich Jesus Christus in mehreren Gestalten begegnen. Er verkündet uns das Wort, deswegen der Tisch des Wortes, der Ambo, der, so wie Jesus Christus selber Mensch geworden ist, gleichsam zu den Menschen sich bewegt. Und Jesus Christus, der sein Leben am Kreuz dahin gibt und deswegen ein schwerer, fixer Altar, der wirklich als der Zelebrationsaltar deutlich macht, dass wir als feiernde Gemeinde uns versammeln. Das ist der Zugewinn, sage ich jetzt einmal, des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und damit auch, wie soll man sagen, dieses Gegenüber, das Jesus Christus seiner Kirche darstellt. Und weil der Altar eben so ein Sinnbild ist dafür, dass hier Glaube gefeiert wird und dass hier von Glaube wächst, ist es auch üblich, dass bei geweihten und gesalbten Altären, so wie es hier ist, auch Reliquien von Heiligen beigesetzt sind. Bevor wir uns die anschauen, sollte man vielleicht noch sagen, der Wilhelm Scherübel hat diesen Entwurf für diesen Altar gemacht, ein Radstädter Künstler. Und ich glaube, es war so wichtig, dass die Domgemeinde nicht einen direkten Auftrag vergeben hat, sondern es hat einen großen Wettbewerb gegeben. Und dieses Projekt ist, glaube ich, ein Siegerprojekt daraus hervorgegangen. Und besonders bestechend ist eben dieses Material. Es ist Basalt aus Seis, also ein Seiser Basalt in dieser grauen Farbe mit sehr, sehr schönen gesprenkelten Einschlüssen. Und der Altar ist sehr massiv gestaltet worden, also von der Dimension her. Aber das Besondere ist, dass aus der Öffnung des Altars praktisch aus dem Tisch des Mahles der Tisch des Wortes herausgearbeitet worden ist und dort steht. Aber welche Reliquien habt ihr jetzt hier beigesetzt? Ja, wir haben natürlich Menschen, Anführungszeichen, und Heilige gesucht, die eine Beziehung zu Graz haben. Der eine ist Jakob Gapp, der im Zweiten Weltkrieg dann umgekommen ist. Deswegen gibt es dort von ihm nur eine Sekundärreliquie. Und dann Johannes Sakander, einer, der gegenüber dem Jesuitenkolleg ursprünglich gelebt hat und dort gewirkt hat. Und die Reliquien sind in dieser kleinen Öffnung hier beigesetzt, ne? Auf dem Grab, so ist ja die Rede, auf dem Grab der Märtyrer und Bekenner wächst Kirche. Aber ich habe jetzt eine ganz andere Frage an den Bischof. Wenn du hier stehst, diese Kirche verbindet dich ja mit deiner Geschichte als Priester. Du bist hier zum Diakon geweiht worden, du bist hier zum Priester geweiht worden, du bist hier zum Bischof geweiht worden. Wie geht es dir eigentlich, wenn du da herumstehst und so in diesen Kirchenraum hineinschaust? Zum einen habe ich ja eben auch deswegen, ich war auch einige Zeit lang bei Bischof Weber Domzeremoniär, habe auch da sehr oft hier im Dom mitgefeiert. Es ist schon eine
ganz andere Art zu wissen. Hier ist gleichsam die gesamte steirische Kirche präsent. Ganz besonders war das im Lockdown im vergangenen Jahr, 2020, als wir nur zu fünft hier die Karwochenliturgie feiern konnten, ist da wirklich die Gänsehaut aufgestiegen, dass wir fünf hier für die Steiermark da sind, stellvertretend. Und das ist ja auch so ein Aspekt, dass wir immer dann, wenn wir feiern, nicht nur bloß für uns da sind, sondern letztlich die ganze Welt vor Gott hinbringen. Vielen Dank, Herr Bischof. Also ich glaube, das sind wirklich tiefe Eindrücke, die du da uns vermittelt hast. Aber ich glaube, es gibt vielleicht noch einen Blick, dass eine Restaurierung auch etwas Besonderes hervorbringen kann und dass bei einer Restaurierung zwar vieles schön wird, aber manches auch neu entdeckt werden muss. Das ist ja für mich zum einen hier diese Wirklichkeit, dass hier in einem gotischen Raum ist schon mal Barock, dann haben wir hier das 21. Jahrhundert, möchte ich fast sagen, also noch einmal eine Veränderung, und dann wieder hinter dir so ein Rückblick, möchte ich fast sagen, in eine alte Zeit. Genau, da sollten wir jetzt hinschauen, weil das war eine der Überraschungen dieser Restaurierung. Ich glaube, eine der Überraschungen war diese gotische Türe mit einem gotischen Türblatt, wo auch das Schloss und das gesamte, die gesamten Angeln und Verzierungen noch da sind. Man muss sich vorstellen, bis zur letzten Restaurierung stand ja hier eine barocke Bank, nicht? Mit einer hohen Wange. Diese Mauer hier war zugemauert und als die Elektriker diese Leitung da unten stemmen wollten, sind sie plötzlich auf ein Steingewände gestoßen. Und was wir hier sehen, ist also eine dieser Spolien, die man dann beim Umbau des Doms des Jesuiten gekommen sind, hat man eine neue Sakristei hier zugebaut. Und da hat man dann diese Türe nicht mehr gebraucht, die ursprünglich einmal hinaufgeführt hat auf den Chor und wahrscheinlich auf den Lettner, der sich da vorne in der Mitte befunden hat. Und weil man halt einfach wahrscheinlich schnell gearbeitet hat und sich nicht viel angetan hat, hat man einfach die Türe drinnen gelassen und einfach vorne nur die Mauer hingemacht. Für uns heute ein tolles angefüllt, oder? Und hinten angefüllt, ganz genau. Also hinten das Stiegenhaus ist zum Teil noch vorhanden, man kann aber nicht mehr wirklich hineingehen heute. Und da hat man einfach den ganzen Bauschutt hineingefüllt, was sehr praktisch war. Ne? Ja. Für uns also wirklich ein wunderbares Zeugnis der Gotik dieser ersten Phase der Kirche und auch wie viel Arbeit man sich eigentlich gemacht hat, um ein solches Portal schön zu gestalten. Und für mich ist ja noch eine zusätzliche Geschichte, hier ist ja die kleine Chorbank gestanden, dass jetzt automatisch hier der Feierort ein ganz anderes Gepräge hat, weil er nicht mehr so eng ist, sondern auf einmal Weite bekommen hat, trotz des langen Chorraums. Aber ich glaube, jetzt schauen wir uns vielleicht zum Abschluss noch eine andere Besonderheit an, die auch bei der Restaurierung herausgekommen ist. Ein Rätsel, von dem wir noch nicht genau wissen, wie es zu lösen ist, oder? Genau. Bitte. Das ist das Rätsel. Das ist das Rätsel der Domkirche, das sie uns aufgegeben hat bei der letzten Restaurierung. Wir haben hier ein Bild vor uns von Giovanni Pietro de Bomis, die Verkündigung an die Gottesmutter Maria. Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man, so vor allem von der Schräge, dass dieses Bild zusammengestückelt ist. Nämlich da gibt es einen Schnitt, der so zickzack durchs Bild geht, eine Kante, die heruntergeht, oben leicht angesetzt ein Stück. Und wenn man sich ikonografisch das Ganze anschaut, dann passt diese Verkündigung hier herunten nicht so ganz mit den beiden Figuren oben zusammen. Nicht? Wo man das auch das Gefühl hat, dass die Flügel wahrscheinlich erst im 19. Jahrhundert dazu gemalt worden sind. Aber, und das ist jetzt das Besondere dran, die Handschrift der Malerei ist vom gleichen Künstler. Es sind beide Bilder von Giovanni Pietro de Bomis, die hier zusammengefügt worden sind. Und wir können uns bis heute nicht genau erklären, warum das so ist. Wahrscheinlich waren beide Bilder im Vorgängeraltar schon vorhanden, der ja beschrieben wird als ein dreiteiliger Altar, der aber auch schon ein Sakramentsaltar gewesen ist. Und daher, das wäre eine tolle Diplomarbeit, das einmal aufzulösen, was hier wirklich passiert ist und warum man hier die Dinge so zusammengefügt hat. Das Einzige, was ich schnell entdecke, ist, dass der Heilige Geist, also die Taube, ziemlich nah bei der Maria ist. Das ist meine Idee, wieso das nicht zusammenpasst, weil das normalerweise viel weiter oben ist, oder? Ja, das mag durchaus sein, ja, dass das Bild auch höher gewesen ist. Es war auf jeden Fall auch breiter. Das sieht man also sehr deutlich. Und weil wir vom Sakramentsaltar reden, die Gegenwart Jesu im Tabernakel, auch mit dem ewigen Licht angedeutet, ist ja für mich einer der sichtbarsten und schönsten, tröstlichsten Botschaften einer katholischen Kirche. Weil wir wissen, egal wie schön ein Gotteshaus ist,
egal wie einfach, wie großartig und vielleicht am Land ganz klein, er geht mit. Er ist einer von uns. Er lässt uns nicht allein. Und diese Botschaft ist gleichsam die eigentliche Mitte aller unserer Kirchen. Herr Bischof, ich sage einfach ein herzliches Danke an dieser Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns diese Kirchenführung zu machen und uns deine Domkirche ein bisschen näher zu bringen. Ich glaube, es lohnt sich schon, hier auch ins Staunen zu kommen, denn diese Kirche hat wirklich vieles an Kunst zu bieten, aber auch vieles, wo Menschen sich dann hin zurückziehen können, wie hier am Allerheiligsten. Ja, deswegen danke ich auch für die Möglichkeit, dass ich am heutigen Abend in dieser Nacht die Kirche vorstellen konnte. Ich möchte Sie einladen, wenn Sie Zeit haben, kommen Sie nach Graz in der Stadtkrone, besuchen Sie die Domkirche zum heiligen Egidius und Sie werden entdecken, irgendwo bin ich da ganz daheim.